Hallo Handwerker und Do-it-yourselfer, ich bin's wieder, der Christoph. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefällt, dann Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut euch das Video von Anfang bis Ende an. Es folgen immer zwischendurch ganz wichtige Tipps und Tricks von eurem Fliesenlegermeister Christoph Müller. In diesem Sinne viel Spaß, bis zum nächsten Video. Das hier ist trocken aufgebaut, die erste Bodenreihe vom Innenofen. Da legt man sich vorher mal die Steine trocken aus. Nach der Aufbauskizze, die dabei ist. Und hier vorne, wo die große Ecktüre hinkommt, gibt es den sogenannten Keilstein. Der sieht in der Seite so aus. Und da sind zwei Stück von bei. Die muss man sich natürlich passend schneiden. Das ist nicht alles vorgefertigt. Es gibt halt Ecktüren, es gibt gerade Türen, es gibt hohe Türen. Das sind Grundsteine, die dann eben beschnitten werden müssen. Hier ist relativ einfach. So ein Stein ist 20 in der Tiefe und 30 lang. Dann nimmt man einfach die Winkel halbieren. Also 20 mal 20 zeichnet man sich an, macht dann den Schrägschnitt, das gleiche auf der anderen Seite als Gegenpassstück. Und von dem Rest, was von dem einen Stein übrig bleibt, füllt man dann die Lücke. So hat man sauber über Eck die Keilsteine sitzen. Auf die kommt die Tür. Warum Keilstein? Damit, wenn Asche in dem Brennraum ist, die kann auch sehr, sehr lange da drin bleiben. Beim Grundofen braucht ihr nicht wöchentlich reinigen oder täglich. Da reicht es in der Heizperiode vielleicht ein, maximal zweimal, je nach Holzart und Qualität. Und dann ist das völlig ausreichend. Das dient quasi auch als Rutsche, damit das unten nicht rauskommt. Schon mal der erste Hinweis, diese ganzen Steine des Innenofens werden alle mit Lehmmörtel vermauert. Ihr seht hier so ein gewisses Waffelprofil, ich halte das mal hoch in den Steinen. Die werden auch an der Stoßseite alle mit Lehm aufgefüllt. Dann kommen sogenannte Schamottestäbchen, Blindstäbchen da rein. Immer ganz viele, die die Steine untereinander verbinden. Und wenn es in die Höhe geht, werden die hochgesetzten Steine mit solchen Drahtklammern, früher mussten wir die selber ablängen und biegen, werden die alle nochmal verklammert, weil so ein Ofen wird bis 1000 Grad heiß, damit der halt vernünftig schieben und arbeiten kann. Dazu aber später, ich gehe jetzt die Steine schneiden und dann sehen wir uns wieder. Die Steine sind jetzt vorgeschnitten, die Gärung ist rausgeschnitten, das Reststück wird hier angesetzt, hier sitzt nachher die große Ecktür drauf, Steine sind alle 2 bis 3 Sekunden im Wasser vorgenässt, die kommen jetzt auf den Ofen, dazwischen kommt eine komplette Schicht aus Lehm, dafür könnt ihr einen Zahnspachtel aus dem Fliesenbereich benutzen, 4er-Körnung, 6er-Körnung, 8er-Körnung, je nachdem wie viel ihr ausgleichen müsst, bitte auf der Rückseite dieser Steine auch abspachteln, dann habt ihr eine beidseitige Verklebung und habt ein bisschen länger Zeit, weil der Lehmmörtel doch sehr schnell, auch wenn ihr genässt habt, in den Schamott einzieht, dann bleibt nicht mehr viel Zeit zum Nachrichten. Ich zeige gleich noch mal ein paar Details, Teilfotos, wie ihr auch mit den Stäbchen umgeht, wie ihr sie dazwischen steckt und worauf ihr achten müsst. Ich habe jetzt hier die ersten zwei Keilsteine, die ich vorher geschnitten habe, mit Lehm auf dem Fundament verklebt. Wichtig ist, dass ihr da sorgfältig arbeitet, also hier so eine kleine Wasserwaage mal dabei, mal oben in die Richtung auf die Kante legen, in die Richtung von unten das Lot überprüfen und schaut, wenn ihr so einen Winkel habt, dass ihr winklig seid, weil gerade hier vorne, wo die Tür sitzt,
sollte man schon ziemlich genau arbeiten, dass, wenn er das nicht macht, rächt sich das später von Baureihe zu Baureihe mit der Tür, da müsst ihr permanent nachrichten. Ist aber auch kein Hexenwerk, Wasserwaage dran, Winkel dran. Das kleine Reststück zeige ich jetzt hier mal. Da wird einfach auch Lehm auf die Rückseite aufgebracht, dass ich eine Verklebung zum Fundament habe. Sieht dann so aus. Das gleiche auf der Seite, wo es hinkommt. Auch zwischen den Steinen. Hier können wir kein Blindstäbchen, sprich ein Schamottestäbchen dazwischen tun. Das kommt jetzt bei den anderen Steinen. Setzt das an. Ah, das war schon ein Fehler. Das ist, wenn man erklärt und nicht aufpasst. Natürlich die Gegenseite auch schön mit Lehmwurzel vollschmieren. Gibt es gleich noch Detailfotos zu. Nehmen, ansetzen, ausrichten. Winkel nochmal dran zum Überprüfen auf die Seite. Hier kann es ein bisschen rum. Wenn ihr ein bisschen tiefer müsst, dass ihr also hier oben in der Waage jetzt ein bisschen steigt, ich sehe das schon im Auge, kommt die Wasserwaage drauf, mit Gummihammer nachrichten und schon ist das Ganze gerade. Hier kann man auch nochmal die Flucht überprüfen. An der Tür bitte ganz sorgfältig arbeiten. Immer einen Schwamm oder einen Eimer mit einem Schwamm Wasser dabei, wenn euch ein bisschen was da rausgequetscht ist, einfach mal drüber waschen. Wie gesagt, das ist Lehm. Der wird trocken, aber nicht fest. Erst wenn der Ofen trocken geheizt wird und gebrannt hat, dann ist der Lehm, wie ihr das vielleicht von der Schule noch kennt, wenn man Lehm brennt, halt fest. Der Ofen kann aber immer wieder schieben, weil er ja überall mit diesen Drahtklammern so verzahnt und verankert ist, dass er zwar steht, aber unheimlich viel bewegen ab kann. Die zweite Hülle außenrum, die kommt mit einer Luftschicht zum Innenofen, da darf es auch keine feste Verbindung geben, komme ich später zu, dann würde es Risse geben. Deswegen, ihr müsst bitte sauber und sorgfältig arbeiten, aber wenn man sich da ein bisschen Vorbereitung und ein bisschen Zeit lässt, ist das eine wunderbare Geschichte, die Spaß macht. Das ist so wie ein Baukastensystem, wenn ihr früher mit Lego-Klötzen gespielt habt. Vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, aber kein Hexenwerk. Kriegt ihr hin. Ich baue jetzt weiter und zwischendurch folgen halt immer wieder Fotos. Wenn ihr nun anfangt mit den Waffesteinen, das sind diese Steine hier, dann geht ihr hin, nehmt Lehmmörtel und tragt das in diese Längsnute. Der Stein kommt ja jetzt flach auf den Boden ein. Das gleiche macht ihr am gegenüberliegenden Stein. Und dann kommen diese Schamottestäbchen rein. Die werden auch so gesetzt, also es sind immer genügend dabei. Und dass sie zahnübergreifend zum nächsten Stein quasi mit einführen. Dass ihr auch da eine Art Verzahnung habt. Blindstäbchen rein, Gegenseite ansetzen, Gummihammer und dann ist der Stein verbunden. Das machen wir jetzt und dann sehen wir uns wieder. Ich gehe jetzt gleich aus dem Bild raus. Ich will es euch hier nur demonstrieren. Die Seite hier ist vorgeschmiert mit Lehm. Dann kommt dieses Blindstäbchen aus Schamotte da rein. Das drückt ihr in die Nute rein. Der Gegenstein ist unten voll mit Lehmmörtel. Und auch hier wird jetzt die Nute voll gemacht. Das heißt, da rein. Glatt abziehen, damit da nicht zu viel ist, aber es sollte schon voll sein. Und dann führt ihr den Stein seitlich an dieses Blindstäbchen ran. Leichte schiebende Bewegungen. Könnt ihr auch ein bisschen was drücken, da passiert nichts. Dann nehmt ihr den Gummihammer, klopft das Ganze erstmal an, klopft es auch da dran. Nehmt kurz eure Wasserwaage, einmal schauen, hier muss noch ein bisschen runter. In der Richtung sind wir gut und so bauen wir Reihe für Reihe mit diesen Blindstäbchen auf. Ich mache jetzt den Boden fertig mit ein paar Fotos und dann geht es in die Höhe und die Türbefestigung. Hier werde ich jetzt mal von der Seite filmen, dass ihr es auch in der Praxis mal seht, wie dieser Lehmmörtel hier eingearbeitet wird und wie man die miteinander verbinden. Ich bin aus dem Foto raus, aber das ist unwichtig, Hauptsache ihr könnt es schauen. Also Lehmmörtel nehmen, in die Nuten. Und zwar ordentlich von vorne bis hinten
für den nächsten Stein, der hier liegt. Deswegen stellt man den sich so ein bisschen daneben. Dann kann man das genauer sehen, wo man einfüllen muss. Legt euch die Blindstäbchen bereit. Da braucht ihr so für so einen langen Stein 4-5 Stück. Ich packe mir die immer um in so einen Eimer. Dann kann man sie schön rausnehmen. Dann geht ihr hin und macht das Gleiche auf der Gegenseite. Wenn ihr das sehen, ja, kann man sehen, wunderbar. Auch da füllt ihr den Lehmmörtel komplett von vorne nach hinten ein. Wie gesagt, der Stein ist vorher immer in Wasser getränkt worden. Hier auf dem Boden mache ich jetzt auch als kleine Kontaktschicht ein wenig Lehmmörtel hin. Dafür nehme ich mir den Eimer mal zur Seite, trage das mit dem Zahnspachtel auf. Manche Steine haben oben und unten ein Waffelprofil, manche haben nur auf einer Seite eins. Das sind die sogenannten Bodendeckensteine. Das ist wie gesagt ein Prometheus-Grundofen und ein Top-System, kann ich nur empfehlen, sehr verarbeitungsfreundlich. Und wir sind, glaube ich, Händler der ersten Stunde von der lieben Firma Prometheus aus Österreich. Viele Grüße dahin, falls Sie das Video schauen, an den Toni und den Bernhard. Und ja, ganz einfach im Prinzip, man muss wissen, was man tut, deswegen hier das Video aus der Praxis. Als nächstes die Blindstäbchen, fangt ihr vorne an, schiebt die rein, dann quetscht sich der Lehm noch ein bisschen raus. Hier sind zwei Steine und genau dazwischen als Überbrückung, als Verzahnung kommt natürlich auch einer. Der nächste kommt hier hin und der nächste geht schon in den Keilsteinbereich rein, wo auch dort quasi eine Kante ist. Dann nehmt ihr den Stein, auch die Rückseite muss jetzt eingespachtelt werden. Das habe ich hier auch gemacht als Kontaktschicht. Und dann von hinten nach vorne schön anreiben. Seht, dass ihr überall reinkommt. Guckt, dass ihr die Endkante seid. Gummihammer. Mal in die Richtung, mal in die Richtung, dass sich schön der Lehm noch rausquetscht. Wenn man ruhig draufhauen, passiert nichts. Guckt, dass ihr halbwegs mit dem Auge parallel bleibt. Wasserwaage kurz drauf, dass ihr nicht zu unruhig werdet in der Waage. Das passt. Hier muss ich noch ein bisschen nach, das liegt aber auch manchmal am Stein in der Waage, ist es eigentlich. Dann kriegt er noch einen. Dann dazwischen, zumindest im Bereich der Feuerung, sauber den Lehmmörtel rausnehmen. Mal mit dem Schwamm durchgehen. Wer es nicht verträgt, Lehmmörtel ist bei mir an den Händen völlig unempfindlich. Mal kurz drüber waschen und schon habt ihr ein fertiges Ergebnis. So machen wir jetzt die Bodenfläche weiter. Machen nur ein paar Fotos dazu, sonst wird es langweilig, aber wenn es in die Höhe geht, wird es wieder spannend. Bis gleich. Widmen wir uns nun dem Thema Tür. Das ist die große Ecktür, die am Ofen verbaut wird. Ich habe das Glaselement ausgebaut. Das sind vier Schrauben. Dann kann man das, die eigentliche Tür, was das Glas angeht, mit Rahmen ausbauen. Dann ist es auch nicht so schwer. Dann müsst ihr auf der Rückseite, bevor ihr das an dem Ofen platziert, auf jeden Fall die Dichtschnur, die dabei ist, rundherum, wie ich das hier gemacht habe, ablängen und aufkleben. Ist mit einem doppelseitigen Klebeband versehen, wird am Türrahmen einfach aufgeklebt. Ich zeige euch das gleich am Ofen, bevor ihr in die erste Baureihe geht. Wenn ihr das nicht macht und das erst später macht, wenn ihr schon die Halterungen in den einzelnen Schichten befestigt habt, dann verändert ihr quasi das Maß und habt dann hinterher Stress. Also immer vorher das Dichtband am, also zum Ofen hin, nicht an der seitlichen Abmauerung, das kommt später. Vorher ablängen, aufkleben, darauf achten, dass es an den Ecken dicht ist, also schön anstößt, da keine Luftschlitze sind, damit ihr nicht falsche Luft zieht. Dabei sind solche Befestigungselemente, die kommen auf die Seiten, wo die Halterungen sind. Das zeige ich gleich am Ofen. Das schon mal alles vorbereiten. Dann stellt ihr die Tür auf den Keilstein
auf. Da gibt es eine Stütze bei. Die habe ich schon am Ofen stehen, die zeige ich euch gleich. Und dann seid ihr sicher, dass es sich nicht abschmiert. Dann baut ihr die erste Reihe erstmal trocken vor, weil man auch da je nachdem nachschneiden muss, nämlich wo die Halterungen zur Tür dran sind. Da muss man hier und da nacharbeiten. Ansonsten ist das System echt topfit, aber es ändert sich halt pro Tür, ob es eine Ecktür, eine Glastür quer, eine Glastür hoch, eine große ist, ob die Ecktür links oder rechts rumgeht. Das sind dann immer Einzelfälle, wo ihr ein bisschen nacharbeiten müsst und anpassen müsst. Bis gleich. Bevor ihr in die Höhe baut, gibt es hier so einen Stellfuß. Ihr könnt die Tür auf diese Keilsteine auflegen. Mit diesem Stell- und Justierfuß. Ganz einfach mit einer 13er Mutter ist der höhenverstellbar und oben klemmbar. Fixieren. Und dann lauft ihr nicht Gefahr, dass euch die Tür wegkippt. Als Montagehilfe, dann baut ihr die erste Reihe trocken vor. Müsst schauen, wo die Türverankerungen, die mit der Tür verschraubt sind, in die Schichtreihen eingearbeitet werden. Ich bereite das jetzt vor, dann zeige ich euch das im Detail. Ich habe euch jetzt hier mal eine Reihe des Grundofens, quasi die erste Reihe, trocken vorgebaut, um einfach zu schauen, wie komme ich hin, wo passt was. Als Tipp, ich habe euch ja diese Drahtklammern gezeigt. Das sind ja quasi diese gebogenen Metallstifte. Die wiederum müssen zwischen diese Stäbchen bzw. die Lochbogen der einzelnen Steine immer dort, wo es passt. Und ab und an auch lohnt es sich, die ganzen quer zu verbinden. Also zum Beispiel hier könnte man mit der Flex einen Cut machen in entsprechender Tiefe dieser Klammer und dann auch quer verklammern. Obendrauf funktioniert es nicht. Das kann man hier und da machen, um einfach noch ein bisschen Sicherheit reinzukriegen. Ansonsten reicht es so, wie es da ist. An der Tür selber, ich muss die Kamera mal ein bisschen zurückstellen, kommen quasi hier und hier unten, ist also etwas tiefer zu sehen, muss ich die Kamera noch was weiter zurückstellen, kommen hier diese sogenannten Verbinder rein. Bei den Verbindern hat man quasi solche Stücke. Das kommt unter den Stein, also verkehrt von dieser Seite aus zu sehen. Einmal in der Höhe und in der Höhe. Dort wird einfach von der Rückseite quasi die Schraube durchgeführt. Entweder mittig oder links oder rechts, je nachdem wie er da hinkommt, wie es passt nach der Aufbauzeichnung, kommt dann so raus, wird mit einer Schraube fixiert und an der Tür selber kommt dieses Gegenstück, was natürlich ein Langloch hat, sodass er eigentlich immer optimal hinkommt. Jetzt laufe ich mal schön vor der Kamera her, sieht also in der Praxis so aus, das kommt von der Seite dadurch, das hier kommt von der Seite dagegen und soll dann immer in der Höhe des Steins sitzen. Also in dem Fall wäre es jetzt hier, dann kommt die Schraube da durch, das andere sitzt auf der Rückseite. Ich muss mal schauen, ob man das so auf die Kamera kriegt. Ja, ist ein bisschen schlecht. Vielleicht stelle ich das noch etwas darüber, sollte aber so funktionieren. Ihr müsst an dem Stein, der quasi dort anliegt, ihr seht schon, das haut nicht hin, müsst ihr euch auch vorher mit der Flex in der Breite der Schraube einen Schlitz machen. Und zwar so tief, dass die Schraube waagerecht rauskommt, also so 5 mm. Deswegen auch trocken vorbauen. Wenn ihr das sitzen habt, dann müsst ihr eben, wenn es ein bewohnter, eine bewohnte Baustelle ist, dann müsst ihr quasi in der Wohnung flexen und ist der Kunde nicht immer so glücklich drüber. Deswegen trocken vorbauen. Hier in der ersten Lage wäre es einmal hier unten, wo ihr schon vorschlitzen müsst, und an dem Stein. So, jetzt ist er abgefallen, war ja auch noch nicht fixiert. Das als wichtiger Tipp und Trick. Vorher trocken vorbauen, alles kontrollieren, dann habt ihr die Gewährleistung, dass es passt. Manchmal muss man die Steine miteinander verbinden und da ist halt kein Bohrloch gegeben.
vorsichtig mit dem 6er, ja, eher 8er, ja, 6er Bohrer reicht. Ohne Schlag, scharfer Steinbohrer, ein Loch nachbohren, querschlitzen und Klammern rein. Die Blindstäbchen habe ich ja schon gezeigt, die kommen zwischen Schicht und Schicht in der horizontalen, vorher natürlich Lehm dazwischen, und in der vertikalen, also in der waagerechten. Immer so, dass ihr auf jeden Fall, wo Steine aneinander stoßen, quasi so eine Art Kreuzverbindung habt aus statischen Gründen. Man kann das Ganze zwar arbeiten und schieben, aber es würde nie auseinandergehen. Der Rest ist verklammert und so kann dieser Ofen, der eine sehr hohe thermische Ausdehnung hat, arbeiten, ohne dass euch was kaputt geht. Ich bereite das jetzt vor und wir sehen uns gleich beim Setzen. Wenn ihr das dann so vorbereitet habt, kommt, wie gesagt, ihr seht hier den Schlitz, den ich hier aus der Schamotte geschnitten habe. Dieser Halter so rum rein, der wird hinten noch mit einer Mutter fixiert, wird dann hier quasi mit dem Gegenstück, was so drankommt, an die Tür. Da sind so vorgestanzte Löcher und dann setzt ihr das quasi da rein. Das hat ein Langloch, sodass ihr Spiel habt, um das Ganze zu justieren. Dann kommt eine Unterlegscheibe davor. Und dann kommt dort die Mutter drauf. Versucht das jetzt hier mal mit einer Hand. Ja, schwierig. Einhändig. Na, da müssen wir doch die zweite Hand dazu nehmen. So, Hand warm andrehen und dann zieht sich quasi beim Festschrauben der Rahmen an den Stein, natürlich mit Vorsicht zu genießen, nicht mit der Ratsche da unnötig ziehen. Ihr müsst auch immer die Wasserwaage an die Lotrechte halten und die Tür dann über diese 1, 2, 3 Pratzen, die es hier sind. Also nochmal, oben kommt eine Halterung hin bei dieser Tür. In der Mitte kommt eine Halterung hin und eben unten. Unten habe ich das auch schon ausgekerbt, wie ihr dort seht. Und dann könnt ihr die Tür wunderbar justieren und befestigen. Ich zeige euch jetzt exemplarisch mal einen Stein und dann wiederholt sich das Ganze eigentlich nur und worauf ihr achten müsst. Ihr braucht eine Kelle, ihr braucht euren Lehmmörtel. Den habe ich jetzt hier auf der Truffel. Stein weg, vorher in Wasser tunken. Ihr gebt hier unten in diese Fächer, in diese Rillen, wo später diese Blindstäbchen reinkommen. Manchmal sind die nur halb groß. Dann geht ihr einfach hin. Die haben so eine vorgestanzte Nut. Brecht die durch. Dann habt ihr das auch für die kleinen Elemente. Legt ihr euch schon passend dahin. Ihr braucht die, muss ich so holen. Ihr braucht für an der Tür quasi das Pardon zu der Metallführung, da kommt dann kein Stäbchen rein, sondern da kommt dann tatsächlich dieses Teil rein. Nehmt den Lehmmörtel, arbeitet da ordentlich und sauber, es muss gut voll sein, rein und über die Oberfläche der Kante abziehen. Das gleiche macht ihr auf der Rückseite des Steins. Sauber abziehen, dann führt ihr dort, wo ihr vorgeschnitten habt, ich muss hier noch ein bisschen weiter, sehe ich gerade, so, haltet nochmal hin, wo kommt meine Führung rein, das ist in dem Fall hier, so rum, da kommt quasi, da habe ich das eingeschlitzt, dieses Teil rein, damit ihr an der Ofentür nach oben die Befestigung reinkommt. Also, Lehmmörtel drauf, Führung rein. Hier ist es. So. Ah.
anschieben, auch hier auf die Kopfseite, Lehmmörtel geben, da wo es blind stößt, natürlich auch sauber verkleben, nach unten ausrichten. Hier habe ich fälschlicherweise, das passiert live, auch schon den Nebenrand, kein Problem, nehmt ihr einfach weg. Dann nehmt ihr euren Gummihammer, klopft das Ganze an, nehmt eine kleine Wasserwaage erstmal für die erste Reihe, haltet ihn seitlich dran, dass das Ganze auch im Lot ist. Und dann wandert ihr von Stein zu Stein, so wie ich es trocken vorgebaut habe. Ich würde immer empfehlen, an der Tür anzufangen, dass ihr links und rechts einfach schaut, die Tür auch mal wieder trocken anhängen, ist ja jetzt Platz, so dass ihr da wunderbar durchführen könnt, kontrolliert das nochmal alles, dann geht ihr danach hin, nehmt überschüssigen Lehmmörtel weg, könnt mit dem Schwamm mal lang gehen, er lässt sich ja, wie gesagt, weil es Lehmmörtel ist, wunderbar wegmachen. Sieht nachher keiner mehr, weil eine zweite Abmachung rumkommt, aber der Kunde sieht es. Deswegen bin ich da auch immer sehr pingelig und sauber hinterher. Wische das quasi mit einem halbnassen Schwamm weg. Dann kommt der nächste Lehmmörtel auf den Stein, an den gegenüberliegenden, die Blindstäbchen reingesetzt, den nächsten Stein dagegen, Wasserwaage, Gummihammer draufklopfen und so wandern wir Schicht für Schicht, Stein für Stein von unten nach oben. Ich werde immer zwischendurch ein paar Fotos machen, dass ihr das einfach nochmal schauen könnt und dann ist das eigentlich kein Hexenwerk. Bis gleich!